Wir sind jetzt da mal beim Schatzmann Heinz und der hat ein ganz besonderes Hobby, der dort Fuchsien sammeln und Fuchsien züchten. Oder in unserem Garten sind etwa 160 verschiedene Sorten Fuchsien. Oder? Und da gibt es einfache, gefüllte und buntlaubige. Da gibt es einen ganzen Haufen verschiedene Sachen. Oder? Insgesamt gibt es momentan etwa 20.000 verschiedene Sorten. Ja, angefangen habe ich eigentlich mit den Fuchsien. Oder zuerst habe ich angefangen mit der Bonsai. Es ist dann das erste gewesen, habe ich einen Bonsai-Kollege gehabt und der hat Fuchsien gehabt. Und dort außer habe ich dann einmal Fuchsien mitgebracht. Oder? Und dann ist das kommt dann auf einmal, das heißt dann wie ein Virus. Und dann kommt allmäh. Bei den Fuchsien muss man schauen, die haben nicht gern volle Sonne, das ist jetzt etwas, was sie nicht mögen. Ich sage immer, geschiebt die Sonne, oder unter einem Baum drinnen oder ein Strauch, und das haben sie viel lieber. Aber die Mittagssonne, oder wenn es so über 30 Grad geht, dann fahren sie auch Lampen. Oder? Dann ist bei den Fuchsien schon noch ganz wichtig, dass man es immer düngt. Die brauchen immer Dünger, mindestens einmal in der Woche kriegen die einen Dünger. Oder? Ganz verschiedene, entweder rote oder grüne, Stickstoff betont oder Phosphat betont. Je nachdem, oder? Blüten brauchen mehr Phosphor und zum Wachsen brauchen sie mehr Stickstoff. Bei den Fuchsien gibt es auch winterharte Pflanzen, die sind nur winterhart, wenn sie eingepflanzt sind im Garten. Alle anderen Fuchsien muss man überwintern, irgendwo an der Wärme, so 5 bis 10 Grad wäre ideal, oder? Und dann werden sie im Herbst radikal zurückgeschnitten, alle Blätter entfernt, innen im Keller inne kommt bei mir überhaupt keine Blätter, da kommen nur nackige Pflanzen. Da stehen wir jetzt vor zwei Fuchsien-Bonsai. Das sind Pflanzen, die sind etwa 40 Jahre alt. Die hat meine Mama schon gehabt und das sind sozusagen fast Erbstückle. Und die habe ich als Fuchsien, als Bonsai gezogen. Die zwei Stück, wenn man jetzt da wieder einer da anschaut, was die für eine schöne Borke haben da, oder? Oder der Wurzelballer da, das ist also ganz etwas Tolles, wo man halt bei der Fuchsien, auch bei der Bonsai haben will. Das ist eigentlich das Charakteristische von der Bonsai, oder? Das ist jetzt eine ganz besondere Fuchsie, weil die heißt von Radlberg. Die hat eine Züchterin in der Steiermark tun, die hat die extra gemacht. Für jedes Bundesland gibt es da in Österreich eine Fuchsie. Und die haben jetzt ich eben auch gekriegt. Besonderes hat die eigentlich nichts. Besonderes ist eigentlich der Name bei der, oder? Der Name, oder? Da haben sie eben 9 verschiedene Fuchsien hat man da gemacht. Und eine davon heißt jetzt eben von Radlberg, oder? Das ist jetzt eine besondere Fuchsie, das ist die Elfriede Ott. Die hat den Herrn Nutzinger da in Österreich gezogen. Oder? Das ist ganz eine bekannte. Das ist jetzt eine Schweizer Ecke. Die Pflanze, die kommt direkt von der Züchterin, von der Vreni Flückinger in der Schweiz. Oder? Vreni Flückinger, die hat einen ganzen Haufen Fuchsien gezüchtet schon mittlerweile. Und da kriegt man den allweder. Ich bin da beim Schweizer Fuchsienverein und dann kann man da allweder Pflanzen erwerben. Fuchsien ist eigentlich kein teures Hobby, weil die Pflanzen, die man her tut, das sind alles kleine und alles andere züchtet man ja selber.
Es ist nicht, dass die Leute meinen, alles ist teuer, da gibt man einen Haufen Geld aus. Aber am meisten Geld ist eigentlich Dünger und solche Sachen. Aber das muss man nicht viel ausgeben.